Moin Seniors und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hogwarts Legacy. Schließe die Prüfung des Steins ab. Oh, wir haben sogar einen Quest-Lock hier wieder. Ich traf auf eine Gruppe, die um Neve trauerte. Ein Stein wird helfen, sie zu erwecken, damit ich mit ihr sprechen kann. Ah, okay. Ich dachte, um die anderen Leute wird hier getrauert, die der Tod ja hier an sich gerissen kommt. Ihr Hinweis war, nichts ist so, wie es scheint. Neve ist tot. Arme Neve, sie war noch so jung. Neve, warum? Lasst, möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Ohne sie ist nichts, wie es war. Da ist er, der Hässliche. Da ist Neve. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Sicher? Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Ja, die letzte Erinnerung endete ja damit, dass Dingsybumsi hier, die neue Fünftklässlerin damals, mit der alten Magie meinte, ihren Vater die Schmerzen nehmen zu können. Mal sehen, was passiert ist. Isidora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Koboldsilber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isidora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isidora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin.
Okay, die dreht also langsam durch. Berauscht von ihrer eigenen Macht vielleicht. Super. Endlich wieder Farben. Niem führte mich zu ihrem Denkarium, wo ich die nächste Erinnerung finde, die die Hüter für mich hinterlassen haben. Revelio. Ja, Zeit zurückzukehren, denke ich. Na, oh, da ist er ja noch, Professor Fieck. Nie führt mich zu dem Denkarium, wo ich die nächste Erinnerung finde, die die Hüter für mich hinterlassen haben. Was? Denke nicht. Stimmt es? Oh. Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich fand es verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft und sie sich zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Natürlich. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Oh Gott. Tja, dann schauen wir mal rein ins Questlog. Wir haben noch nichts Neues bekommen. Aber die Prüfung von Neve, da haben wir sie. Ich habe mit Professor Fitzgerald gesprochen und ihre Erinnerung gesehen. Ich bin zur Kartenkammer zurückgekehrt und traf den nächsten Hüter, San Bakar. So, was gibt es jetzt Neues? Erstmal nichts. Okay. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Echt jetzt? Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. An der Südküste? Ach, da war ich doch letztens erst. Ekliger Ort. Mehr kommt nicht? Oh,
Okay, mit ein bisschen mehr hätte ich jetzt schon gerechnet. Sebastian hat mir eine Eule geschickt. Trotz unseres Streits möchte er die Suche nach dem letzten Stück des Triptychons fortsetzen. Er hat angeblich eine Spur gefunden, die zum Aufenthaltsort führt, möchte sich an der Küste im Südosten mit mir treffen. Trifft dich an der Küste mit Sebastian. Ach so, aber vorher wollen wir natürlich... Karte. Oh, wo ist denn das? Hier scheinbar nicht. Bibliotheksanbau. Ne, ich suche nochmal. Hier, Lehrerturm. Krankenflügel. Ja, eigentlich können wir gleich hoch zum Krankenflügel, ne? Was ist jetzt passiert? Ich wollte nur einen Wegpunkt festlegen. Okay, ja, dann nicht. Rebellion. Dann reisen wir direkt hier hin. Alohomora. Ich suche immer noch das Badezimmer der Vertrauensschüler, heißen die im Deutschen, ne? Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflüge, anwesende Heilerin Schwester Noreen Bailey, Patientenname Tasmina McLaggen, zumindest nehmen wir das an, Alter 13, Notizen. Die Patientin ist ohne Kopf hereingestolpert gekommen. Nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafsälen durchgezählt hatten, sind wir zum Schluss gekommen, dass es sich bei Schülerin mit größter Wahrscheinlichkeit um Tasmina McLaggen handelt. Trotz der offensichtlichen Kommunikationsprobleme war ich in der Lage festzustellen, dass das arme Mädchen an Verschwinditis leidet. Ich habe empfohlen, dass sie schnellstmöglich ins St. Mungo Hospital geschickt wird, teilweise wegen der zeitkritischen Natur des Befunds, teilweise weil der fast kopflose Nick um mich herumschwebt und nicht aufhören wollte, neidisch darüber zu stöhnen, wie überaus glücklich sie sich doch schätzen könne. Die Irritation, die er bei mir verursacht hat, war enorm. Und wenn sich dieses Verhalten bei anderen kopflosen Schülern in Zukunft wiederholen sollte, habe ich keine andere Wahl, als den Schulleiter zu bitten, einzuschreiten. Nachtrag. Ich habe erfahren, dass die Patientin sich erholt und bald zurück ins Schloss kehren wird. Ohne erkennbaren Grund scheint Nick mir nun aus dem Weg zu gehen. Man könnte meinen, dass er möglicherweise vorhat, eine ganze Weile wie ein Kleinkind zu schmollen. Ist ja als allerliebst. Rebellion. Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel, anwesende Heilerin Schwester Noreen Bailey, Patientenname, auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Alter, auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Okay, es geht also um Professor Black. Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt. Oh, vielleicht doch. Wir schauen mal. Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt. Auch wenn meiner Ansicht nach auf Anweisung von Professor Black geschwärzt wurde, kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um diese Notizen niederzuschreiben. Es ist unglaublich, oder sollte ich sagen unerhört, aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen, und zwar nur, weil ein Reinblütiger auf Anweisung von Professor Black geschwärzt losgeflogen ist und geschwärzt, bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen. Unfassbar. Okay, also es war wirklich ein sehr harmloser Vorfall, keine echte Verletzung bei dem Quidditch-Spiel, die Professor Black dann irgendwie als Ausrede benutzt hat, warum auch immer.
Quidditch zu untersagen für diese Saison. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ja, das ist super, oder? So, wo komme ich denn hier aber nochmal? Das hier ist es doch, ne? Mit den Fischen und so. Sogar ein Sprungbrett. Wow. Und rosa Bläschen. Okay, aber ganz ehrlich, ich hatte halt gehofft, hier irgendwie... Revelio. Das dritte Geheimnis von Hogwarts lüften zu können. Sieht aber eher schlecht aus. Okay, dann würde ich gerne mal schauen, wo der Schlüssel des Schulleiters passt. Ich denke... Oh, hi. Hallo, Homora. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Okay. Da gab es ja eine Tür, ne? In der Nähe des Büro des Schulleiters. Und ich würde vermuten, dort... Hä, wo war denn das? Ist irgendeine Tür? Muss ich dafür durch den Uhrenturm durch? Hallo, Homora. Revelio. Das ist ein mega gemütliches Zimmer. Es sind viele Adler da. Gehört es hier irgendeinem Ravenclaw oder? Revelio. Sprechen Sie mit Pippin über das Folgende. Wie passend wäre es, wenn der Schlüssel zu meinem Heilmittel im Dunkeln läge? Granianisches Haar, Engelwurz, Wermutessenz, Plangentinie, Streifenfahren. Ah. Und irgendwo macht's Pling. Revelio. Ich da oben nicht gerade. Quasi. Ist schon da oben irgendwo, ne? Denke ich. Ach, da ist so ein Balkon. Komme ich denn da hin?
Wahrscheinlich durch den Uhrenturm, ne? Dahinter, das scheint mir so Dachgeschoss vom Uhrenturm zu sein. So, aber wo bin ich denn zum Büro des Schulleiters entlang gekommen? Ist so eine Rätseltür? Okay. Revelio. Wunderbar, einfach wunderbar. Ich habe den Schulleiter noch nie so königlich. Wenn ich es mir recht überlege, dann ist es doch seine Art, nicht wahr? Hallo, Homura. So, mal sehen, was es hier gibt. Mudiva, ich habe heute Morgen deinen Brief erhalten und freue mich sehr zu hören, dass dir und Natsa in Hogwarts gut geht, auch wenn Natsa in letzter Zeit ein wenig schwierig war. Ich nehme an, das war zu erwarten, denn unsere beiden Töchter sind, wie soll ich sagen, sehr willensstark. Wir vermissen dich in Wagadu. Es ist nicht dasselbe ohne dich. Aber wir verstehen, warum du den Drang verspürt hast, weiterzuziehen. Ich glaube nicht, dass ich selbst unter diesen Umständen hätte hier bleiben können. Das Leben treibt uns alle auf so unvorhersehbare Pfade. Man weiß nie genau, was einen erwartet. Nicht einmal diejenigen, die wie du das innere Auge haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass dir und Natsai viel Gutes bevorsteht, in Hogwarts oder wo auch immer du hingehen magst. Ich hoffe, wieder von dir zu hören und wünsche dir in der Zwischenzeit viel Glück. Deine Freundin Amali. Auch voll schön. Hallo, Homura. Die schließen ja hier alles ab. Was ist denn da los? Revelio. Das ist aber sehr dicht. Okay, ist schon irgendwo da drüben hinter der Wand. Es gibt hier halt leider keine vernünftige Karte, ne? So, das Ding ist halt, hier bin ich gar nicht reingekommen beim letzten Mal, glaube ich. Revelio. Aber wo bin ich reingegangen? Muss ich direkt echt nochmal nachschauen. Bin ich hier die Treppe hochgelaufen? Passage der einäugigen Hexe? Nee. Das ist direkt der falsche Geheimgang.
Ich glaube, hier hoch stimmt halt auch nicht, ne? Ne, ich muss es nochmal rausfinden bis zum nächsten Mal. Welchen Weg ich hier eigentlich genommen hatte. Hier hoch. Dann hier durch. Oh, stimmt das? Ja, hier komme ich doch zum Astronomieturm, oder nicht? Revelio. Nee, nee, aber hier, ich glaube tatsächlich, hier bin ich durchgekommen. Hier sind doch die ganzen Zimmer der Lehrer. Genau, hier ist, glaube ich, die Passage. Hier, die Tür, die habe ich gesucht. Ich glaube nämlich, da passt der Schlüssel der Akzeptanz oder des Zugangs oder wie auch immer. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Oh, okay. Das war eins der Geheimnisse von Hogwarts. Interessant. Alte Magiekraftbelohnung. Zusätzlich Kapazität für... Oh, das hätte ich mal beim Bosskampf gebraucht. Löse ein Geheimnis von Hogwarts. Achso, hier gab es hier diesen Badeanzug, ne? Deswegen dachte ich halt, es hätte irgendwas mit dem Vertrauensschüler Schwimmbad da quasi zu tun. Maßgeschneiderter Frack. Ein stilvoller Festumhang. Da würde mich mal interessieren, wie das Ding aussieht. Ja, hier bin ich natürlich komplett falsch. Wunderbar. Ja, ein bisschen Kapazität habe ich noch, aber einige unidentifizierte Gegenstände. Da. Oh Gott. Mit ja, nee. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Apropos unidentifizierte Gegenstände. So, wo komme ich denn hier hin? Feder der Aufnahme und Buch der Zulassung. Oh, okay.
Die Feder der Aufnahme und das Buch der Zulassung wurden von den Gründern hier platziert und sind seither unangetastet geblieben. Sie tragen den Namen jedes angehenden Hogwarts-Schülers ein, sobald er erste Anzeichen von Magie zeigt. Obwohl die Feder nachsichtiger ist als das Buch, das manchmal zuschnappt, bevor ein Name eingetragen wird, wenn die Anzeichen von Magie nicht dramatisch genug sind. Okay, krass. Und dann müssen die einfach nur hier gucken und dann die Einladung raushauen oder was? Eine Krabhornstatue. Revelio. Geil, das ist ein echt schöner Raum hier. So, mal gucken, ob ich hier irgendwie... was Schönes rausbekomme. Ah, der Raum ist zu eng. Na schade, ich hätte den Raum mehr in seiner Gänze irgendwie gehabt. Aber geht halt nicht. Gut, da haben wir das hier auch mal geklärt. Revelio. Haben den Schlüssel benutzt. Ich dachte schon, ne, als er das erste Mal geschlossen hat, dass man da noch einen braucht. Und dann ist der da immer weiter rum und rum und rum. Cool. So, Rätsel gelöst auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.